Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Sky Saga, wo wir jetzt unser Material mal weglegen sollten. Haben eine Menge gefunden. Ich würde sagen, das machen wir wieder so durch die Reihe, einfach mal versuchen. Manches können wir so weglegen, manches wiederum nicht. Ich habe da jetzt gerade keine Ahnung und habe jetzt auch keine Lust, da groß speziell nachzusehen, was wo rein kann. Daher klicke ich hier einfach mal so ein bisschen wild rum. Irgendwas wird schon irgendwo hineinpassen. Und es funktioniert ja. Okay, den restlichen Kram legen wir dann halt in die letzte Kiste. So. Dann fangen wir jetzt mal an, die Iron Rods herzustellen. Nein, genau hier. So. Craft. Dann haben wir das auf jeden Fall auch schon mal fertig mit den Iron Rods. Oder dann steht dann halt nachher wieder da, Harvest so und so viel Metal Ore. Kann ich jetzt nicht sagen. Wir werden es erfahren. Ah, reicht immer noch nicht. Müssen wir noch einmal herstellen. So, und dann zack und Craft. Jetzt steht da auch wieder bei den meisten Harvest Metal Ore. Aber die Iron Rods müssen wir jetzt trotzdem fertig haben. Haben wir ein Quest weniger. So, und Craft Iron Balls. Schrauben. Müssen wir danach kurz mal warten. Crystals, genau, die müssen wir auch noch sammeln, die Kristalle. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. So, noch einmal Schrauben nachlegen. Dann haben wir auch genau die Anzahl zusammen, die wir da brauchen. Müssen jetzt einen Augenblick warten. Können wir doch vielleicht hier mal ein bisschen aufräumen. In der Zwischenzeit. Weil wir möchten ja auch, wenn es möglich ist, sofern ich das alles noch schaffe, wenn wir die Quests erledigt haben, hier noch etwas Schönes zusammenbauen zum Abschluss. Aber mal sehen, wie ich das zeitlich schaffen werde. Wie gesagt, der Zugang ist ja leider nur begrenzt. Müssen wir mal sehen. So, Schrauben eingesammelt. Super. Quest erledigt. Dann schauen wir doch mal nach beim Quest. Müsste doch jetzt eigentlich. Ja, müsste jetzt dazu zählen. Meiner sind wir dann eine Stufe gestiegen. Was kommt neu dazu? Craft 10 Iron Rights und Clay sammeln. Clay ist ja wohl eher ein Witz als Aufgabe. Aber diese Iron Rails, die sind natürlich richtig unangenehm. 12 Metal Ore. Da haben wir noch eine Menge zu tun. Ja, ansonsten können wir jetzt eigentlich nur wieder zurück ins Abenteuer. Ah, hier waren noch Knochen drin. Und die Blumen. Rest packen wir dort rein. Schrauben und diesen ganzen Kram hier lege ich auch mal mit da rein. Genau wie die Iron Plates und Carbon auch, weil ich nicht weiß, wofür das genau ist. So. Was haben wir denn jetzt für eine Nachricht hier? Können wir noch löschen? Aber wenn wir in Rang gestiegen sind, 50 Iron Ore. Hey, das ist ja super. Dann können wir doch jetzt direkt auch mal weitermachen. Und zwar, was müssen wir jetzt bauen? Die, wo war das denn nochmal? Craft, okay.
Nein, das war das nicht. Ich gucke trotzdem gerade schon wieder auf dem gleichen Slot. Explorer. Ein goldenes Schwert. Ich weiß gar nicht, wir können das gar nicht herstellen, oder? Aber diese Iron Weights, die können wir doch herstellen. Zumindest ein paar. Müssen wir den Quest doch auch erledigt haben. So, dann können wir in der Zwischenzeit ja. Oh, was war das denn gerade für eine Ansicht? Das war gerade ein bisschen komisch. Zack. Haben wir noch mehr? Das ist Schnee. Ah, hier haben wir noch mehr. Können wir doch schon mal anfangen, hier mal so ein bisschen zu bauen, oder nicht? Ist das symmetrisch? Ja. Können wir zumindest schon mal den Anfang schaffen. Groben Kreis ziehen. Beziehungsweise Viereck. Damit wir das zuordnen können. Das hängt aber auch über, oder? Drei Felder über. Ja, kommt dann auch hin, genau mit der Markierung. Ja, so stimmt es auch. Nur, wie geht es dann weiter? Hier ist ja zum Beispiel, das ist ja kaputt. Müsste man auch auffüllen. Damit alles seine Richtigkeit hat. So, das Zeug hier mal weg. Jetzt habe ich natürlich hier die Erde rausgehauen. Hinten fehlt ja auch noch ein Turm. Mist. Ist ja noch eine Menge Arbeit, die wir dann erledigen müssen. Ist das normaler Boden? Ja, der Boden ist genauso wie die Wand. Das ist das, was ich wissen wollte. Ach, verdammt. Ich will nur mal grob den Rahmen setzen. Dann beschäftigen wir uns noch ausführlicher mit. Nur um schon mal wenigstens einen Turm in der Grundstruktur zu haben. Damit wir das nachher fortsetzen können, sofern wir das schaffen. Dass wir nachher unsere Burg haben, so ist das ja auch, denke ich mal, vorgesehen mit dem Bauten hier. So sieht mir das zumindest danach aus. Nein, genau hier. Machen wir schon mal den Boden rein. Den Rest machen wir dann alles später. Da brauchen wir auch noch viel mehr Blöcke. Aber wir haben ja hier bei uns in der Welt auch noch mehr als genug abzuschlagen. Vor allem auf Fläche zu begradigen und so weiter. Das kriegen wir schon hin. Das ist das geringste Problem. Da kümmern wir uns dann zu gegebener Zeit darum. So. Zack. Letzte Reihe noch. Ah, man kann es auch einfach gedrückt halten. Okay. Hätte ich auch eher drauf kommen können. Nun gut, das machen wir zum späteren Zeitpunkt weiter. Jetzt haben wir hier diese Dinger fertig. Die aber immer noch nicht ausreichend sind. Dann machen wir das Ganze noch einmal. So, jetzt legen wir auch mal die Erde und den ganzen Kram wieder weg. Brauchen wir jetzt im Moment nicht. So. Und fertig mit dem Quest. Was kommt denn jetzt als nächstes? Clay sammeln ist ja auch kein Thema. 20 Iron Rods. Oh Mann. Das wird nicht einfach. Aber Clay sammeln, das bekommen wir hin. Das
Das ist eher einfach, genau wie die Kristalle. Okay, die droppen mehr oder weniger auch zufällig. Hier könnte ich auch mal ein Licht dorthin und ein Licht dorthin. Bisschen schöner machen. Nach und nach nimmt das Ganze hier Gestalt an. Nehmen wir jetzt den linken oder den rechten? Wir nehmen jetzt einfach mal den rechten Stein. Jetzt haben wir dann von beiden zwei übrig. Und dann hinein in ein neues Abenteuer. Und mal sehen, was uns dort erwarten wird. Vielleicht mal wieder eine schöne Höhle. Das würde mich sehr freuen. Oh, das, so wie das da gerade aussah, das ist ja richtig schön gewesen. So viele Materialien. So ein Glück will ich auch mal haben, so etwas zu finden. Portalsteine können wir ja genügend machen. Das haben wir ja schon am Anfang der Aufnahmesession das Glück gehabt. Oh, da oben. Da sind Materialien. Aber das ist doch das Gebiet mit der großen Höhle, oder nicht? Ich meine, das ist das Gebiet. Ich würde sagen, dann schauen wir doch direkt als erstes mal in der großen Höhle vorbei. Die Frage ist halt nur, von wo aus kamen wir nochmal dahin? Das ist natürlich jetzt Sucherei. Nein, Quatsch, die Fackel mal weg. Pick up. So. Da können wir doch hoch. Ich wollte schon sagen. Na, los, rauf da. Wo war nochmal der Eingang? Das ist gerade die Frage. Erstmal den Eingang zu finden. Ah, war das hier? Hier ist zwar auch... Aber das ist nicht der richtige Eingang zu der großen Höhle, die ich meine. Hier haben wir auch gar keine Materialien. Hier sind wir auf jeden Fall falsch. Müssen wir eventuell noch höher? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass es hier auf jeden Fall eine große Höhle gab. Gut, dass der Wolf da ein bisschen festgebackt ist. So können wir ihn dann ganz leicht erledigen. Hier haben wir auch nochmal einen Höhleneingang. Oh, ist das schön. Super. Schnell mal Licht machen. Und endlich mal ein bisschen Glück, was das angeht. Gerade eben davon gesprochen und jetzt solch eine Höhle gefunden. Ist natürlich wirklich Glück, sowas. Das werden wir alles einsacken, aber ist alles nur Gold, sage ich mal, weil ich weiß auch gar nicht, wofür Gold nützlich ist im Endeffekt. Wir sollten zwar immer Gold sammeln, aber bisher konnten wir noch kein Goldschwert oder irgendwie sowas machen. Vielleicht kommt das ja noch. Dann sind wir dann nachher glücklich, dass wir so viel Gold haben. Kann ich mir durchaus vorstellen. Einfach mal hier ein bisschen wegkloppen. Vielleicht verbirgt sich hier irgendwo noch etwas. Ist aber eher unwahrscheinlich. Oder doch nicht. So, die Ecke hätten wir auch. Dann haben wir da oben noch. Alles schön mitnehmen. Oh, da ist noch mehr. Das wird eine große Goldsuchfolge werden. Am Anfang etwas langweilig begonnen mit dem Bauen. Aber
Das kann ja eigentlich auch wiederum nicht so langweilig sein, denn haben wir ja bisher noch gar nicht groß gemacht. Aber werden wir definitiv auch noch machen. Also die Baumuffel unter euch müssen sich damit abfinden. Bei Kämpfen, Abenteuer und so hatten wir bisher in allen Folgen sehr viel. Oh. Da ist noch mehr. Oh, noch mehr. Alles meins. So. Das dürfte es doch jetzt gewesen sein, oder? Ich klopp hier nochmal wie so ein Bekloppter rum. Ja, das sieht mir leer aus. Und mir sieht es auch danach aus, als wenn wir am Ende einer Folge sind. Es tut mir leid. Aber es geht ja schon morgen weiter. Und wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir doch ganz gerne einen Daumen hoch da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen bei einer weiteren Folge dabei seid bei Sky Saga. Und bis dahin, tschüss.